Hallihallo, bin wieder da. Wir machen weiter mit Destiny 2. Und zwar hier Hey, ich bin hier. Ich kann oben. dich sehen. Lauf weiter. Aha, wir treffen uns jetzt mit der Dame da. Und gucken mal. Jetzt gucken wir mal hier und versuchen mal die Aussicht zu genießen. Aha. Alte Seilbahnen. Neblig trüb. Da hinten brennen ein paar Lichter. Und ansonsten sieht alles ziemlich chaotisch aus auf der Erde. Gut. Könnte man denken, man wäre hier in Russland. So, da steht die Schnecke. Gucken wir mal. Ein Filmchen. Du hast's geschafft. Da schuldet Luis mir wohl Geld. Okay, mal sehen, ob das funktioniert. Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, da kommt ein Signal rein. Hüter, die Stadt ist verloren. Sollte im System noch Licht übrig sein, treffen wir uns auf Titan. Seid stark. Hüter, die Stadt ist verloren. Sarala lebt noch? Wenn wir jetzt aufbrechen. Keiner geht nach Titan. Flüchtlinge sind auf dem Weg hierher. Die Rotlegion ist auf der einen Seite, die Gefallenen auf der anderen. Aber wir haben unsere Kräfte zurück. Und wenn wir die Stadt zurückerobern. Deine Stadt ist weg. Hawthorne, wir kommen zurück. Und zwar nicht allein. Du weißt, wo du mich findest. Tja, dann gucken wir mal. Du würdest uns beiden Zeit sparen, wenn du das hier beenden würdest. Für jemanden, der sich Sprecher nennt, hast du sehr wenig zu sagen. Offensichtlich konnte einer deiner Hüter sein Licht zurückerlangen. Du sagst, du hast keine Macht über den Reisenden und jetzt das. Erkläre es mir, Sprecher. Das Licht lebt überall. In allen Dingen. Du kannst es aufhalten, versuchen es einzufangen, doch das Licht findet seinen Weg. Und der Reisende wird sich schützen. Der Reisende. Jahrelang untersuchte ich ihn. Die Welten, die er berührte. Seine Macht über Leben und Tod. Wir sind nicht allzu verschieden, dein Reisender und ich. Du hast nichts mit dem Reisenden gemein. Nichts. Du denkst, du hast Macht, Kontrolle. Ich kenne Leute wie dich. Jemand wie du fängt klein an und wird klein enden. Wenn der Reisende wirklich selbst die Menschheit auserwählt hat, dann kann ich selbst nehmen, was mir gebührt, das Licht an mich reißen und das System in Schutt und Asche legen. Nur wer vom Reisenden auserwählt wurde, wird im Licht wiedergeboren. Ja, das weiß ich.
Deshalb eroberte ich deinen Planeten und ließ dich bisher am Leben. Der Reisende wird mich auserwählen, Sprecher. Und du wirst mir sagen, wie. So. Andere Aktivitäten können derzeit nicht gestartet werden. Okay. Weil wir automatisch hierher geflogen worden sind. Ja. Wo sind wir da jetzt? Meilensteine aktualisiert, drücke und halte Tab um. Den habe ich jetzt zu öffnen. Eieiei. Hä? Okay. Anzusehen. Drücke und halte E, um deine Meilensteine anzusehen. Empfohlene Power. Reinlegen. Meilensteine. Schließ die Mission Hoffnung auf Titan ab. Schmerzziegel, schließe zwei Matches in der Schnellspiel-Playlist ab. Das will ich eigentlich im Moment gar nicht. Also, die rote Schlacht, schließe die Mission Hoffnung auf Titan ab. Auf Titan. Hier ist Titan. Starten. So, jetzt geht's dann wohl nach Titan. Orphan glaubt, dass Avala sie und die Überlebenden im Stich gelassen hat. Und jetzt gehen wir auch noch. Wenn wir blieben, könnten wir sie unterstützen. Ja, aber wenn Zavala wirklich eine Gegenoffensive auf Titan aufbaut, dann können wir sie alle retten und die Stadt zurückerobern. Vorhutflotte, Güterschiff 723 ist im Anflug. Wir haben euer Signal erhalten und sind kampfbereit. Güterschiff. Zavala hier. Es ist zu spät. Die Schar hat Titan überrannt. Es war ein Fehler, uns hierher zu bringen. Aha. Okay, neues Ziel. Sichere die Kommandozentrale. Ja, gucken wir mal. Sieht
ja hier alles so ein bisschen wie... Commander, wir sind hier, um zu helfen. Nein, wir haben schon zu viele lichtlose Hüter an die Schar verloren. Wir können diesen Mond nicht sichern. Wir haben unser Licht zurück. Was? Unmöglich. Commander, darf ich? Hüter, hier spricht Deputy Commander Sloan. Wir müssen eine Gegenoffensive planen. Dazu müssen wir diese Station erstmal auf Vordermann bringen. Eine Flotte muss ausgestattet, Hüter bewaffnet werden und es gilt, jede Menge abgefangene Übertragungen der Rotlegion zu entschlüsseln. Es ist ungemein wichtig, dass wir Zugang zur Kommandozentrale der Station erlangen. Da kommst du also ins Spiel. Wenn du das Licht wirklich wieder hast, dann zeig es der Schar. Und Hüter, bitte, sei vorsichtig. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt hier blanke Chaos. Hier ist alles kaputt und rutscht durch die Gegend. Alles ins Wasser drin. Der richtige Weg sein hier. Wer weiß. Wahrscheinlich bin ich falsch. Jetzt hier jetzt doch gar nicht weiter. Hä? Was ist das denn? Nur zu, halt drauf! Ach so. Naja. Okay. Was war das hier? Die Titanstädte aus dem goldenen Zeitalter waren einst der Stolz der Menschheit. Scheiße. Wir dachten, sie seien verlassen. Aber ich war ein Narr zu denken, die Schar würde sich nicht so weit ausbreiten. Komisch. So. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Wieder Einstieg eingeschränkt. Vom letzten Checkpoint. Ach nö. Naja, so weit war es ja nicht. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl.
So. Haben wir mal ein bisschen mehr Ballett gemacht. So, wo geht's weiter? Hier lang. Sind mal richtig üble Angriffe. So, müssen wir da hoch? Nee, hier. Hier lang? Aber erst hoch, oder? Okay, Sloan. Wir sehen das Kontrollzentrum. Verstanden. Weiter vorrücken. Commander, bei dem Tempo können wir mit der Planung unserer Gegenoffensive anfangen. Scheiße. Dann können wir im 0, nichts vor den Stadttoren aufschlagen. Wenn es doch nur so einfach wäre. Ja, wenn es doch nur so einfach wäre. Weggeputzt. Der hat Angst. Der hat Angst. So. Wo müssen wir jetzt lang? Hier geht's nicht. Da runter, wa? Ups. Thank you.
Oh Mann, schon wieder hin. So, jetzt aber. Wir müssen hier runter. Säuberlich einen nach dem anderen wegrotzen. Findet hier immer mal wieder zwischendurch ein paar neue Sachen. Da müssen wir mal gucken, wenn es mal ein bisschen ruhiger ist, ob da was Besseres dabei ist zum Anziehen. In den Rücken geschossen. So, was haben wir da noch? Sah aus, als hätte die Schar eine Art Ritual durchgeführt.
Wir sollten uns mit Ikora unterhalten. Sie weiß so ziemlich alles über Schar-Magie. Niemand hat Ikora oder Kate gesehen, seit die Stadt gefallen ist. So, wir hoffen mal, dass wir hier einen Checkpoint haben für das nächste Mal. Denn die Zeit ist schon wieder um. Wir müssen schon wieder aufhören. Machen das nächste Mal hier weiter. Und schauen mal, was hier alles noch so geht. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.